So, weiter geht's. Wir sind vor dem Feuerkloster und wir sprechen gleich mal den Typen hier an, der direkt hier vorsteht. Hallo! Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Hallo, Pedro! Was ist dein Begehr? Ich würde gern rein. Ich will ins Kloster. Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Innos gestattet, das Kloster zu betreten. Wenn du zu Innos beten willst, dann suche einen der Wegschreine auf. Dort wirst du Stille zum Gebet finden. Was muss ich denn tun, um ins Kloster aufgenommen zu werden? Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Wenn du in die Gemeinschaft Innos aufgenommen werden willst, musst du die Regeln des Klosters kennen und befolgen. Außerdem verlangen wir von jedem neuen Novizen die Gaben an Innos. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Das ist echt ein Scherz, das Schaf. Ist verdammt viel Gold. Es ist ein Zeichen dafür, dass du ein neues Leben als Diener Innos beginnst. Bei deiner Aufnahme werden dir alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Und bedenke, die Entscheidung, ein Diener Innos zu sein, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ja, wunderbar. Welche Regel habt ihr euch auferlegt? Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Innos ist der Gott der Wahrheit und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Wenn du bereit bist, diese Regeln zu befolgen und die Gaben an Innos hast, sind wir gewillt, dich als Novizen in unser Kloster aufzunehmen. Diese Gaben umgehen wir doch einfach mal und sagen, ich habe diese Statuette, weil die haben wir ja vom von diesem Zauberer in Korinis bekommen, beziehungsweise haben wir ihn gegeben, beziehungsweise wollten ihn geben, aber wir haben sie für ihn errettet und das ist sozusagen der alternative Weg, ins Kloster reinzukommen, sagt uns der liebe Wassermagier. Ich habe hier diese Statuette, ich glaube, sie wird im Kloster vermisst. Kann ich jetzt rein? Nun, unter diesen wahrlich besonderen Umständen steht es dir frei, Novize zu werden. Und ich will... Ich möchte Novize werden, aber erstmal erzähl's mir vom Leben im Kloster, der Vollständigkeit halber. Erzähl mir vom Leben im Kloster. Wir leben im Kloster, um Innos zu dienen. Wir Novizen verrichten die Arbeiten und wenn wir die Gelegenheit bekommen, studieren wir die Schriften. Die Magier wachen über uns und sie erforschen die Künste der Magie. Na dann, ich möchte Novize werden. Tada! Ich möchte Novize werden. Ist das tatsächlich dein Wunsch? Denn wisse, dass es dann keinen Weg zurück mehr für dich gibt. Das ist kein Problem. Ich will auch so eine coole Kutte haben wie du mit diesen Flammen unten. Aber meinen Brustzeiger, den haben wir nicht, schade. Ich will mein Leben in den Dienst Innos stellen. Ja, mein Wunsch könnte kaum größer sein. Oh, 250 Erfahrung. Dann sei willkommen, Bruder. Ich übergebe dir nun den Schlüssel zur Pforte des Klosters. Danke. Als Zeichen deiner freien Entscheidung ist es an dir, die Pforte zu öffnen und hindurchzutreten. Du bist jetzt Novize. Trage diese Robe als Zeichen, dass du nun zur Gemeinschaft des Klosters gehörst. Wenn du im Kloster bist, wende dich an Parlan. Er wird sich von nun an um deine Belange kümmern. Werden mir jetzt meine Verfehlungen vergeben? Noch nicht. Sprich mit Meister Parlan. Er wird dich segnen und dich von deinen Sünden reinwaschen. Ja, das ist ja super. Und als Zeichen meines freien Willens trete ich jetzt hier... Oh, ich habe eine neue Robe bekommen. Als Zeichen meines neuen Willens trete ich jetzt hier ein und bekomme wahrscheinlich als Zeichen des unfreien Willens oder der Gefangenschaft wahrscheinlich da drin gleich eins über die Rübe gezogen, wenn ich da drüber trete. Aber erstmal will ich mir kurz meine neue Rüstung angucken, was die denn so kann. So, wir hatten gerade... Nee, nicht verkehrlich an. Wir hatten Novizenrobe, ja. Schutz vor Waffen 25, Schutz vor Pfeilen 25, vor Feuer lustigerweise überhaupt nicht. Es ist sehr witzig, weil ich ein Feuermagier werden will. Schutz vor Magie 10, das ist ganz nett. Was hatten wir hier? Feuer, Bürgerkleidung, Bauernkleidung, Lederrüstung, genau. 25, 20, 5.
Ja, da ist sie doch praktisch etwas besser, weil die schützt doch ein bisschen mehr vor Pfeilen. Und vor Magie, dafür vor Feuer überhaupt nicht mehr. Egal. Gehen wir hinein. Zu weit entfernt. Naja, geh rein, Junge. Ah, hier bin ich. Lustig, das Feld sieht aus wie bei Minecraft. Ja. Ich will also zu Parlan. Bist du Parlan? Nein, du bist ein Schaf. Opolos. Geh erst mit recht zu Parlan, wie es uns aufgetragen wurde. Willkommen, Parlan. Ich bin Parlan. Ich bin ein Novize. Es ist nicht wichtig, wer du vorher warst. Jetzt bist du ein Diener Innos. Das ist alles, was zählt. Jawohl, Herr. Und mit der Aufnahme in die Gemeinschaft des Feuers werden dir nun alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Innos segne diesen Mann, der sein Leben in seinen Dienst stellt, und wasche seine Sünden rein. Und jetzt? Zunächst wirst du die Pflichten eines Novizen erfüllen. Das kann ja nicht ewig so. Du wirst arbeiten und der Gemeinschaft dienen. Bring deinen Tribut ans Kloster umgehend zu Gorax. Er wird dafür sorgen, dass es an seinen Platz gelangt. Und wenn du das erledigt hast, sprechen wir über deine Arbeit hier im Kloster. Was für ein Tribut. Na gut, ich suche nach dem Auge Innos. Das ist vielleicht noch ein bisschen verfrüht. Ich muss mit dem Anführer der Paladine sprechen. Auch das, ja. Wie kann ich der Gemeinschaft dienen? Komm erstmal damit. Wie kann ich der Gemeinschaft dienen? Zunächst wirst du die Pflichten eines Novizen erfüllen. Du wirst arbeiten und der Gemeinschaft dienen. Ja, das dachte ich mir schon. Bring deinen Tribut ans Kloster umgehend zu Gorax. Ah, das hatten wir schon mal. Wenn du das erledigt hast. Na gut, dann gehen wir erstmal zu Gorax, wer immer, wo er immer noch sein mag. Bist du Gorax? Nein, du bist Dyrian. Argon. Ein Novize. Ach, den finden wir schon, den lieben Dorax. Warte mal, hier ist er schon. Gorax nebenbei, nicht Dorax. Kann ich dir behilflich sein? Ja, vielleicht. Kannst du das? Ich habe hier die Statuette, die Daron ins Kloster bringen sollte. Ich habe hier die Statuette, die Daron zum Kloster bringen soll. Und nochmal 3er Erfahrung, wie geil ist das denn? Es ist schon sehr beschämend, dass ein solch wertvolles Stück von einem Novizenanwärter seinen Weg zu uns findet. Nichtsdestotrotz zeugt das von deiner Entschlossenheit, Innos zu dienen. Na, natürlich. Sei dir meines Dankes gewiss, junger Novize. Ja gut, ich suche einen Platz zum Schlafen, ja. Ich suche Warum einen Platz nicht? Zum Schlafen. Für später. Direkt nebenan ist noch ein Bett frei. Das erste auf der rechten Seite, neben dem Eingang. Dort kannst du schlafen. Prima, schön in Deine der Zugluft. Deine Habseligkeiten kannst du in einer der unbenutzten Truhen verstauen. Und denk daran, in den Schlafräumen der Magier hast du nichts zu suchen. Ebenso ist es dir nicht gestattet, die Bibliothek zu betreten, solange du keine Erlaubnis dafür besitzt. Oh Mann, Regeln über Regeln. Was ist deine Aufgabe hier? Du bist wahrscheinlich so eine Art Kämmerer. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Ja, sag ich doch. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Ein Kämmerer also. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Das ist ja prima. Was hast du denn eigentlich alles so? Ich brauche ein paar Dinge. Du hast also Ultha verzauberte diesen Stab. Was für ein Name. Stab der Feuermagier, den kriege ich wahrscheinlich irgendwann günstig oder kostenlos. Kann ich mir eh noch nicht leisten. Benötigte Stärke 30 und 40. Also muss ich letztendlich und Zweihandbonus. Nicht schlecht. Dann will ich also insgesamt erstmal eine Stärke von 40 anstreben. Erstmal mehr nicht, weil mehr brauche ich für Stäbe anscheinend nicht, die ja die Feuermagier besitzen und benutzen auch. Zauberstab, 55 Schaden. Und 850 Wert, aber ich kann den sogar schon nehmen. Aber habe ich das Geld dafür? Habe ich tatsächlich schon, aber noch nicht. Ein Schlüssel. Der Schlüssel zur Pforte des Innos-Klosters. Aha, aha, aha. Ein Ring der Magie. Okay. Aber erstmal gucken wir jetzt ein bisschen weiter oben und sammeln noch ein bisschen weiter Geld. Vielleicht kriegen wir ja günstig noch irgendwo eine Waffe. Unkraut. Ah, wahrscheinlich besteht gleich eine der ersten Aufgaben darin, unser Unkraut zu jäten. Das ist kein Geheimnis. Hallo Parlan, ich habe es, mein Tribut an Gorax abgegeben. Was man so rum erzählt. Wie kann ich der Gemeinschaft dienen? Wie kann ich der Gemeinschaft dienen? Sprich mit den anderen Magiern. Niemand darf gegen Sie werden dir Aufgaben geben. Ich werde dabei über dich wachen
Und wenn du deine Pflichten zur Genüge erfüllt hast, bekommst du die Erlaubnis, in der Bibliothek das Wort Innos zu studieren. Ich handle stets in Na, darauf freue ich mich doch. Hast du eine Aufgabe für mich? Ja. Es gibt da tatsächlich etwas, was du für die Gemeinschaft tun könntest. Bau ein neues Kloster. Die vier Novizenkammern müssten mal wieder ausgefegt werden. Erledige das. Aber das dauert ewig. Dann solltest du am besten gleich damit anfangen, nicht wahr? Der arme Kerl kann einem leid tun. Okay. Immer wieder das Gleiche. Da machen wir das direkt nochmal. Und haben wir eigentlich einen Besen? Keine Ahnung. Da war Gorlax, das heißt also hier ist... Moment. Hier war Gorlax, das heißt hier ist eine Novizenkammer. Haben wir denn auch einen Besen hier irgendwo in der Nähe? Oh, ein Besen. Tja, wie günstig. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Warte mal, kann man den Besen irgendwie ausrüsten? Das ist ja witzig, was eine super Mission. Krautstampfer, Zange, Hacker. Besen, da ist er doch. Alle Kammern auszufegen dauert ewig. Ja, mach doch. Alle Kammern auszufegen dauert ewig. Okay, das heißt, wir müssen uns eine Alternative dafür suchen. Da fragen wir einfach mal den Besenmann hier direkt vor uns. Hallo. Ich wollte gerade sagen, Babe. Hallo, Babo. Hallo. Du bist auch neu hier, oder? Ja. Seit wann bist du denn da? Ich bin seit 4 Wochen hier. Hast du schon einen Kampfstab bekommen? Bisher noch nicht. Dann nimm diesen hier. Wir Novizen tragen alle einen Stab. Als Zeichen unserer Wehrhaftigkeit. Kannst du kämpfen? Nun ja, ich habe schon mal eine Waffe geschwungen. Ja, ganz früher. Wenn du willst, kann ich dir was beibringen. Allerdings hätte ich da ein Anliegen. Und was? Was hast du für ein Anliegen? Was hast du für ein Anliegen? Nun, einer der Paladine, Sergio, ist zurzeit im Kloster. Wenn du ihn überreden kannst, mit mir einige Übungen durchzuführen, dann trainiere ich dich. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Tja, super Auftrag. Ja, ich soll die Novizenkammern fegen. Ich soll die Novizenkammern fegen. Da hast du dir ja viel Arbeit aufgehalst. Weißt du was? Ich helfe dir. Alleine schaffst du das nie. Aber ich brauche unbedingt eine Windfaustspruchrolle. Weißt du, ich hatte das Glück und durfte ein Buch darüber lesen. Und jetzt will ich den Zauber natürlich auch mal anwenden. Also besorge mir die Spruchrolle. Dann helfe ich dir. Tja, das ist doch ein Deal. Wegen der Spruchrolle. Windfaust geben. Oh, habe ich auch mal schon gefunden. Wie günstig. Wegen der Spruchrolle. Hast du einen Windfaustzauber für mich? Nein, bisher noch nicht. Oh, super. Ich werde so lange warten. Ich werde so lange warten. Okay, dann frage ich ganz kurz noch über das Leben im Kloster dann aus. Wie ist das Leben hier im Kloster? Ich will mich nicht beklagen, aber ich habe nicht gedacht, dass hier alle so streng sind. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wirst du bestraft. Viele Novizen wollen natürlich die Lehren Innos in der Bibliothek studieren, damit sie vorbereitet sind, falls sie erwählt werden. Erwählt? Aber ich denke, die beste Vorbereitung auf die Prüfung der Magie ist die Erfüllung der eigenen Aufgaben. Ja, das denke ich auch erstmal. Was hat es mit den Erwählten und dieser Prüfung auf sich? Eine gute Frage. Sprich mit Bruder Igaratz. Er kennt sich gut damit aus. Das werde ich tun. Erstmal versuche ich, eine Windfaust zu besorgen. Wahrscheinlich hat der... Gorax, eine Windfaust im Inventar. Warte mal. Hallo, Gorax. Gorax, sprich doch mit mir. Ich brauche ein paar Dinge. Ich brauche ein paar Dinge. Windfaust, Licht, leichte Wunden, Schlaf. Goblin, Windfaust. Da ist er. Für 60 Tacken, das nehme ich gerne mit. Klick. Dankeschön. Und ich frage auch gleich nochmal wie eine Aufgabe, wenn ich schon mal hier bin. Hast du eine Aufgabe für mich? Ihr Novizen habt in den letzten Tagen viel gearbeitet und wer viel arbeitet, soll auch essen. Ich gebe dir den Schlüssel zur Vorratskammer. Dort findest du Schafswürste. Verteile diese an die Novizen, aber verteile sie gerecht. Wenn du das getan hast, darfst du dich wieder bei mir melden. Okay, danke schön. Wo ist denn die Vorratskammer? Die müsste wohl irgendwo hier in der Nähe sein, aber es scheint noch nicht der Fall zu sein. Na gut. Naja, die werden wir schon finden. Erstmal geben wir dem Babo die Windfaust. Und ganz ehrlich, für sein Engagement sollte er auch sofort die erste Schafswurst bekommen, die Novizen ja alle bekommen. Hier, eine Windfaust. Wegen der Spruchrolle. Hast du einen Windfaustzauber für mich? Na, aber. Hier ist die Spruchrolle, die du wolltest. Das ist gut. Dann werde ich dir mal helfen, die Kammern zu reinigen. Hilf mir mal. Ich werde dir zugucken. So, kann man hier rein?
Ohne den richtigen Schlüssel kriegt Ah ja, das ist also nicht die Vorratskammer. Schade. Wo bin ich denn hier? Das sieht aus wie so ein herrschaftlicher Bereich. Ich nehme mal nicht an, dass ich hier schon rein darf. Also gehe ich direkt wieder raus. So, suchen wir erstmal die Vorratskammer und quatschen dabei ein bisschen Leute an. Dyrian, wer bist du denn? Was willst du? Bist traurig? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich habe gegen die Gebote der Gemeinschaft verstoßen. Jetzt warte ich auf die Entscheidung des Hohen Rates, ob ich im Kloster bleiben darf. Oh, oh, oh. Erzähl mir, was passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Ich habe beim Fegen in den Räumen der Magier ein Buch mitgenommen, um es später zu lesen. Na, was ist das denn? Hat es natürlich sofort bemerkt und mich nach dem Buch gefragt. Aus Angst vor Bestrafung habe ich es geleugnet. Aber als ich später mit dem Buch in meiner Kammer war, hat er mich erwischt. Er war ziemlich aufgebracht und hat den Hohen Rat informiert. Jetzt beraten sie, ob ich bleiben kann. Na, da hast du aber ganz schön was eingebrockt. Meine Güte, Klauen im Kloster, das bei deinen Brüdern. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Das will ich eigentlich kaum. Nein. Ich bin der Gnade Innos und der Magier ausgeliefert. Naja, vielleicht können wir irgendwas drehen daran. Mal sehen. Gut, was machst du denn so? Argon. Oh, ich nehme mal Unkraut weg, ne? Was willst du? Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Das sehe ich. Wenn du noch keine Arbeit hast, dann wende dich an Parlam. Er wird dir eine zuteilen. Was wird hier gepflanzt? Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen, Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Meister Neoras also, okay. So steht es in den Heiligen Schriften. Und wer bist du? Ein Novize. Na gut, du bist erstmal unwichtig. Das Unkraut lasse ich erstmal stehen. Wahrscheinlich ist es noch später eine Aufgabe. Wir werden sehen. Ein Novize. Igaras. Was kann ich für dich tun, Bruder? Ich muss langsam meinen Stab irgendwie anziehen. Oder anlegen, nicht anziehen. Wieso arbeitest du nicht? Wieso arbeitest du nicht? Es ist mir gestattet, die Lehren Innos zu studieren. Ich suche die Weisheit in seinen Worten. Du quatschst doch hier nur dumm rum, sag mal. Eines Tages wird er mich erwählen. Und dann werde ich die Prüfung der Magie bestehen und in den Kreis des Feuers eintreten. Na, das wird sich zeigen. Wer sind die Erwählten? Wer sind die Erwählten? Die Novizen, die Innos dazu bestimmt hat, die Prüfung der Magie abzulegen. Derjenige, der sie besteht, wird in die Reihen der Feuermagier aufgenommen. Hm,